treffen uns in der Werkstatt. Famos, famos, famose Idee. Hä, hey, da kommen wir doch gerade her. Ja, aber ist schön da. Ah, danke, ist es. Ach, gut, Herr Josch, das ist eine verzügliche Idee. Doch, doch. Also, wir treffen uns dann an der Werkstatt zu einem kleinen Telesynthie. Ja, doch, das würde ich, Und an diesem dann, würde ich. Gehst jetzt hier. An diesem und würde ich mich partizipieren. Nee, fahr da schön rein, doch, das ist schön hier. Und zu einer verzüglichen Teignuss. So. Was haltet ihr von einem verzüglichen Teignuss? Hi. Der Jatak, wo ist der Jatak? Ich bin euch gerade entgegengekommen. Ach so. Und Andi, du lebst immer noch. Hm, komisch, ne? War vielleicht doch keine Absicht. Ja, weil ich nach rechts weggezogen bin. Ja, ja, klar, du warst auf deiner Spur ganz normal. Du hast gar nicht gesehen, dass ich da gekommen bin. Ich habe schon gesehen, dass du das warst. Ja. Ganz doof bin ich. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Der Josch hat's auch nicht gesehen und ist auch an mir vorbeigefahren. Doch, der Amerika-Flaggentraktor. Ich habe doch die ganze Zeit auf die Karte. Auf die Karte? Warum? Ja, aber trotzdem lebst du immer noch. Ich habe nicht mal die Anstalten gemacht, dich zu rammen. Hm, dann war es vielleicht doch ein Unfall. Die Anstalten? Was für eine Anstalt? Anstalten? Hui! Warum komme ich nicht raus? So. Also wir treffen uns an der Werkstatt, oder was ist da los? Ja. Schön. In der Werkstatt. Ich wäre fast umgekippt. Andi, bist du hinter mir? Ja. Ja, bist du. Gut. Ich wäre sowas von fast hier umgekippt. Das Kaff gefällt mir, wenn ich ehrlich bin. Das Kaff, das finde ich schön hier. Schöne kleines Gast. Und da sieht dann gab mir gleich den Garsten auf. Ich hab gerade irgendwas runtergeschmissen. Was habe ich denn gerade? Was habe ich? Ich hab gerade irgendwas runtergeschmissen. Jo, da dürfen wir sogar abbiegen, ob da rot ist, weil wir dürfen abbiegen und so, weil rechts abbiegen und so. Weil rechts abbiegen und so? Eben. Hä, was habe ich denn da runtergeschmissen? Der Carsten ist schon losgefahren von der Tankstelle. Ja. Was, der ist schon losgefahren? Finde ich nicht okay. Ja, doch. Die denken mit tanken. Andi, dann genießen wir unsere Teignuss einfach alleine. Ja. Eure was? Unsere Teignuss. Aha. Übersetzt Teignuss mal ins Englische. Ich habe gerade irgendwas runtergeschmissen. Was hast du runtergeschmissen? Ja, aber ich weiß nicht was. Ja, was denn? Was hast du denn runtergeschmissen? Das ist eine Teignuss. Meine Donuts, ja. Ja, genau, die Donuts, genau. Was, die ich dachte, wir treffen uns bei der Werkstatt, hä? Ja, machen wir auch. Ja, ich bin bei der Werkstatt. Ja, wir sind gleich an der. Ich fahr gleich an die Werkstatt. Ah, ein Händler. Josh, nein. Das ist ein Markt. Ich wollte den Markt da rechts sehen. Da so schöne Marktstände. Ja, ich habe gerade irgendwie seitlich gesehen. Das war toll. Oh, Trucks Works. Total Truck Care. Oh, also fast bekommst du doch Schaden, wenn du mit Josh zusammenfährst. Ja, das war aber unachtsam. Ja. Die Lüger. In so einem Truck. Das war ich nämlich auch. Deswegen war es ein Unfall. Truck Care Service. Josh fährt mir aber nicht permanent hinten rein. Ich bin dir auch nicht permanent hinten reingefahren. Ich bin dir jetzt einmal hinten drauf gefahren. So, dann biegen wir an der der Kreuzung in die einzig mögliche Richtung ab und dann sind wir schon an der Werkstatt. Aber zählen ist schwer. Jo, dann nehme ich mal die ganzen Wegpunkte raus und dann fahren wir mal weiter hier, ne? Wo müssen wir denn jetzt hin? Was nimmst du denn für Wegpunkte raus? Ach, du hast die Wegpunkte gemacht, ne? Ja, na, klar. Wie in der Mucka oder wo war das nochmal? Ja, wie in der Mucka. Ne, wo müssen wir denn hin? Wo muss denn der Andi hin? Der muss nach Redding. Ich hab den Stadtnamen schon wieder vergessen. Nach Redding. Redding. Ja, kann das sein, dass ich auch meinen Auftrag irgendwie... Ach nee, der ist noch... Hä? Und da ankommen. Und der Andi muss nach Redding. Wohin? Redding. Redding. Okay, Redding, dann mache ich mal so einen Ortseingang Redding. So, cool. Wo ist denn Redding? Das Problem ist, dass mein Auftrag nicht mehr angezeigt wird. Ach, egal. Da ist Redding. Mein Auftrag wird nicht mehr angezeigt im Navi, das finde ich cool. Hä, wieso? Ja, weiß ich nicht. Ich kann auch irgendwie. Der macht doch keine rote Linie mehr. Nee, du hast ihn wahrscheinlich mit anderen Linien über Dingsbums. Ich habe jetzt aber alle Punkte rausgemacht, da zeigt mir absolut gar keine an. Rote Linie gerade. Andi, ich fahr die Kurve. Ich mach dir ein Friedensangebot. Lass mich in Ruhe. Okay. Das war mein Friedensangebot. Josh? So. Ja, ich schau grad mal, wo wir lang müssen. Hä? Ich sehe übrigens keine rote Linie mehr im Navi. Ich auch nicht. Hä? Ich auch nicht. So, wir fahren erstmal hier raus, vielleicht ändert sich das ja dann, wenn wir herausfahren. Ich sehe auch keine rote Linie selbst auf dem Navi, wo man die Punkte gesetzt hat, wenn man die Punkte setzt. Ah, jetzt sehen wir eine rote Linie. Ich hätte genau in die andere Richtung raus müssen. Ja. Ach so, jetzt. Dann fahre ich direkt nach links. Nicht hätten, wir können auch rechts raus anscheinend. Was denn du? Wo fahren wir denn als nächstes hin? Winnemutscher liegt auf dem Weg. Also. Ihr könnt auch alle links. Fahrt jetzt alle links? Nö. Gut, wenn ihr beiden links fahrt, dann die Straße lang und dann an der Tankstelle links, dann kommt ihr auch auf den Highway. Wir kommen auf jeden Fall auch an den Highway. Ich kann auch einfach so wenden. Ich habe auf die Karte geguckt, Carsten. Tut mir ja sorry.
Als ob der das so wehtut. Nee, das tut aber, mir auch nicht. Aber das ist auch gut, dass wir hier hinten lang gefahren sind, beziehungsweise ich weiß jetzt nicht, ob ihr auch mitgefahren seid. Ja, der Carsten ist bei mir und der Jatak ist bei dir. Das war mir nein, klar, dass ist der nicht. Am Arsch der Jatak ist bei Carsten und Josh. Ach so, ihr lasst mir also alle allein. Mhm. Du hast gesagt, ich soll dich in Ruhe lassen. Das mache ich jetzt gerade nur. Mhm. Ist okay. Ist okay. Okay. Ja. Okay, Julia. Ja, doch, ich sollte dich in Ruhe lassen. Ja, okay, Julia. Ja, ist okay. Mhm. Ist okay. Ja. Ist okay. Ja. Ja, unglaublich. Okay. Ganz toll. Ja. Mickey Maus. Oh oh. Wo ist denn jetzt diese scheiß Tangi? War doch eine Tankstelle. Einfach gerade ganz weit geradeaus fahren. Ist voll tricky hier. Wollen wir nicht irgendwie gucken, dass wir uns wieder zusammenlotsen? Und dann an der Tankstelle, wir koordinieren das gerade. An der Tankstelle links und dann kommst du auf den Highway, dann fährst du die erste rechts auf. Ja, lass mich gerade erst nochmal schnell tanken. Okay, dann treffen wir uns an der Tankstelle. Julian, nimm's bitte nicht wörtlich. Tu mir den Gefallen. Hm? Josh hat gesagt, wir treffen uns an der Tankstelle. Nimm's bitte nicht wörtlich. Ach, Tankstellentreff und so. Hätte ich jetzt nicht gemacht. Aber wenn du das möchtest, kann ich das gerne machen. Oh, da links sind so Partyteilchen. Partyteilchen? Was sind denn Partyteilchen? Oh, guck mal, Carsten wird wieder witzig, weil er jetzt keine Ladung mehr hat. Ich bin nicht witzig. Nee, Carsten hat immer so ein, setzt immer so ein... So, wir warten Carsten hier links runter, da vorne ist der Andi. Andi, fahr mal links und dann kommst du uns schon entgegen. Warte. Also Andi hat gerade rot. Dann fährst du links und dann siehst du schon da, wo ich in der Einfahrt stehe. Ich bin nicht witzig. Doch, der Carsten wird immer ganz witzig und gut drauf, wenn er nein, ich bin nicht witzig. Keine Fracht mehr hat. Wenn er Rotwein getrunken hat, ja. Ja. Oder das. Wobei Andi da nur in Project Cars. Ich bin nicht witzig. Was hast du denn für Pringles? Die sieht gar nichts an. Oh, krieg ich auch welche? Nee. Warum nicht? Weil ich Skype mag. Warum? Bei Skype soll es auch so eine Materialübertragung geben. Ich hasse dich. So, der Andi kommt, das heißt, wir fahren mal. Er scheint. Nee, er kommt. Ich hoffe, er scheint. Ja, erscheinen würde reichen, aber der kommt. Ja, dann sind wir alle wieder beisammen. Ist auch schön. Voll nice. Ist cool, ne? Oder? Sehr, sehr geil. Ist cool, sehr, so alle zusammen, oder? Okay, Andi, so, fahren nach Benemutscha und dann zu Andi nach Redding. Winne Mutscha. Kann das im Hört Spiel auch mal dunkel an. Werden? Hm? Ja, es wird langsam dunkel, es ist so schön. Dämmerung und so ein Untergang und Regen. Ich finde das nicht gut, ich will im Hellen abliefern. Und da stehen schon wieder zwei gelbe Punkte. Das war ich nicht. Definitiv, egal wie es gedreht wird, das war ich auf keinen Fall. Wie es gedreht wird? Ja, wir drehen schon die ganze Zeit, Julian. Ja, boah, aber ich mit egal wie es gedreht Lackierung. Wird, meine ich, egal ob Andis Perspektive oder meine. Oh! Das war ich nicht. Hallo. Der fährt da einfach vor mich. Boah, ich finde die Lackierung voll cool, die ich da so gemacht habe. Sehr, sehr geil. Ja, ne? Hast du die? Ja. Die Lackierung findest du cool? Meine. Ach, ich habe gedacht, meine und Julians. Nein, eure nicht. Was? Die hat Josh gemacht. Cool. Josh, meine ist cool. Blöd. Meine ist cool. Ja, meine ist ja meine. Deine ist meine. Boah, ist voll cool. Ich fahre jetzt außerhalb. Meine ist deine. Und LKWs die ist quasi unsere. Ja, aber Andis ist meine. Ja, und deine ist auch meine. Boah, der Cast mit seinem alten, wie wieder da lang gerührt, das ist unglaublich. Geil, oder? Das ist Luftverdrängung. Vor allem der Cast verpasst dann die Abfahrt irgendwann. Jetzt fahr ich die Strecke auch mal in die andere Richtung, weil da war ja, bin ich ja vorher nur geflogen. Da war ja. Oh, da ist ein Helikopter. Oh. Das ist das Josh-Deutsch. Da war ja. Ja, und da. I'm a scared man. Tonopah. Oh, was schön hier der Sonnenuntergang. Das finde ich sehr, sehr geil. Was? Tonopah schon wieder? Tonopah. Schon wieder? Ja, dann. Nee, wie eine Mutscha. Gerade denn da so vor sich hin? Nee, Tonopah. Ich nicht, ich bin hinter dir. Eine Mutscha. Ich weiß, das machst du nicht, aber ich bin hinter dir. Ich schleiche nicht, ich stehe voll auf dem Gas. Nein, der Carsten schleicht hier so vor sich hin. Weil ich kann. So. Wir können aber hoch und wieder runterfahren. Könnt ihr auch, ja. Ich fahre hoch und wieder runter. Hui. So, jetzt. Ah! Was hui.
Das ist eigentlich ganz cool so. Handy, ja. Halt doch mal die Sapper jetzt, Mensch. Andi, weißt du, was Joshs Aktion gerade Positives für dich gebracht hat? Was denn? Nein! Du magst mich ja. Du magst ja nicht, dass ich hinter dir direkt fahre. Der Josh ist jetzt gerade zwischen uns beide gefahren. Boah, ich muss den Service visiten. Das heißt, du hast kein Problem, dass ich dich eventuell aus Versehen rammen könnte. So, ich glaube, wir müssen bald rechts runter. Also nur nicht gleich, aber doch, wir müssen hier rechts runter. Wer auch immer da vorne ist. Josh, wer auch immer erst ist, der Julian runter. Ist hinter dir. Rechts. Genau, Andi. So, und danach wieder rechts. Und dann mal stehen bleiben. Boah, Alter, wird mein LKW laut. Ich könnte vielleicht auch mal langsamer fahren. Hui. Wer ist denn da hinter mir? Wer kommt da so angerauscht? Der Attack, Vorsicht, nein! Der Attack. Hat er dich jetzt erwischt, ja? Nein, ich war gar nicht in der Nähe. Der Josh ist ein bisschen. Hast du meinen Josh umgefallen lassen? Nein, also, der Josh hat selbst das Beinchen gehoben. Das war so close vor Umfallen. Kürzer als der Attacks-Trailer, wenn ich ehrlich bin. Oh, Schild. Ich hab nicht mal einen Trailer. Oh, wie das Schild auf einmal umgefallen ist. So, wir müssen gerade aus, dann ist da meine Firma. Hat er schön hier. Gehört dir? Ja, das ist meine. Ich habe auch Steam, ich besitze auch Steam. Oh, hier gibt's ja noch nicht mal eine Werkstatt. Ja, das ist mein letztes Dreckskaff hier. Das lass meinen Dreckskaff. Voll assi, ey. Nee, du darfst es nicht als assi bezeichnen. Doch. Das finde ich nicht in Ordnung. Doch. Ich darf das. Darf er das? Kein Wunder, dass nicht. Bei dir die ganze Zeit regnet. Ja, eben. Das ist die Trauer. Ja, wegen der Stadt hier, ja. Nein, weil du die kränkst. Voll die Motorfehlfunktion. Was mache ich hier eigentlich? Dem Josh hinterherfahren. Ich glaube, die Firma hatte ich letztes Mal schon. Da habe ich mit Carsten, glaube ich, parallel eingepackt und Carsten war schneller. Ja? Ja. Ey, der Andi hat ein schneller Chrom-Logo. An schneller kann ich mich erinnern. Was versuchst du denn da? Und anders ein Ding im Weg. Ich dachte, ich könnte hier irgendwie rumfahren. Ach so. Nee, Andi, da muss ich einpacken. Könnt ihr mal da irgendwie alle wegfahren? Ja, ich versuch's gerade. Vor allem der andere Typ da hinten. Der Typ muss da auch mal weg. Jetzt sag dem das mal eben. Sag typ, dem geh das weg. Doch mal. So, ich finde, ich stehe hier gut. Ja, der Attack ist gut eingeparkt. Der macht das gut. Der Andi steht mir ein bisschen penetrant im Weg, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich versuche mein Bestes mit meinem langen Ding. Ja, es kommt auf die Technik an, Andi. Angeber. Ein Andi-Geber. Geht besser? Ja, jetzt kann ich zumindest meinen den relevanten Bereich sehen. Den relevanten. Mein den. Bin doch gar nicht mehr bei dir im Weg. Ja, das war eigentlich den relevanten Bereich sehen. Oh, den relevanten. Ach du Scheiße. Aber du kannst ja eigentlich bis ganz hinten durch bis zum Zaun fahren, oder nicht? Ja, ich fahre gerade voll feige in der Außenansicht. Ach so. Aber ich will nicht, dass du so ewig warten müsst. Warum haben der Attack und du eigentlich die gleiche Lackierung? Ja, weil der einfach mein Profil übernommen hat. Tatsächlich hatte ich die Lackierung geändert, dann hat mein PC aber so gut wie gar nicht mehr funktioniert, weil selbst das Startmenü von Windows nicht mehr aufging. So, Andi, du darfst vorfahren. Ich darf Andi noch sein langes Ding da wegbringen und dann, super. So, Andi hat jetzt wieder Eskorte, ne? Aus was? Drei Leuten. Was? Escort-Service. Escort-Service? Hab ich auch grad gedacht. Aus Carsten, Josh und meiner Wenigkeit. Ich mach soweit bei sowas nicht mit, Julian. Also mich kriegst du dann sowas nicht rein. Wie in sowas? Ja, ich er mach denkt da schon nicht wieder das Falsche. Da musst du nirgendwo rein. Ja, doch, im Endeffekt ja schon. Nee. Nee, doch, im Endeffekt läuft's drauf hinaus. Nein, das stimmt gar nicht. Nein, das ist nämlich was viel Edleres und so. Blablabla. Google das bei Wikipedia, ja? Google das bei Wikipedia, ja. Ja, genau. Da bei steht YouTube. Dann Escort Service. Ich hab voll den Motorschaden. Ja, aber es läuft dann trotzdem auf was Bestimmtes hinaus. Nur bei dir. Ja, ja. Ich hab voll den Motorschaden. Ja, das bist du. Der Cars hat generell einen Schaden. Oh, da ist ein roter Luftballon, roter Ding ins Ballon. Oh. Ja, bei mir sind ganz viele rote Lämpchen. Auch cool. Ja, Carsten, mach mal hier. Ja, ich geht nicht. Ich krieg den Motor nicht mehr an. Da drüben. Oh, ey, ich kann doch nicht mal mehr richtig lenken, ey. Die Servo ist auch ausgefallen. Toll. Wollt kurz warten? Ja, wäre vielleicht ganz gut. Ja, ich glaube, ich setze mich mit dir redet keiner, ja. Ich komme hier. Also ich bin auch direkt hinter dir, also ich habe kein Problem. So. Ne, ich muss zur Werkstatt. Carsten, wie wär's, wenn ich mir Honigkitten draufschmier, kommst du dann schneller hinterher? Dann komme ich ganz schnell, ja. So, jetzt bin ich mal gespannt, wo ich hinkomme. Ach, Josh, auf dem Carsten Honig um nach Bart Elko. Ja, da geht der Carsten ab wie ein Frettchen, das glaube ich, oder?
Warum denn nach Elko? Ich will nach Reno. Andi, ich habe Sicherheitsabstand zu deinem Trailer. Weil der explodiert mit seinem Öl da hinten. Andi, jetzt kannst du mal nachgucken, wie viel Tonnen du hast. Extra Primus. Gallon Oil. 3 Gallonen. Ey, wieso geht der mit 70% nicht mehr an, dieser Drecks-LKW? Ah. Ja, weil die Wahrscheinlichkeit wäre... 38.000. So. Ah, ich bin bei 39.000. Das heißt, es liegt wirklich am Getriebe. Ach Mist, ich hätte auch mehr Geld ausgeben sollen. Aber ich hab gedacht, 6 Gänge sind schlechter als 18 Gänge.